Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück bei Die Säulen der Erde. Wir sind hier mit Aljana auf der Suche nach Richard, der in dieser Kneipe hier offenbar verkehren soll. Was haben wir hier? Illustre Gäste, Säufer, ruhige Gäste, singende Gäste. Schauen wir uns mal um. Der Stadtsäufer starrt ins Feuer. Noch geistesabwesender als sonst. Können wir mit dem sprechen? Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Ja, okay, das verstehe ich. Ruhige Gäste. Wie lange sind Sie schon hier? Worauf warten Sie? Prächtiger Schild. Ein Pfand, das jemand hinterlassen hat. Kein Wappen, das ich kenne. Jeder hat heutzutage ein Wappen. Ich sehe aber ehrlich gesagt gar kein Schild. Naja, hier, irgendwie hängt das da an der Wand. Ach ja, jetzt doch. Ich hoffe, ich werde keinen Schild brauchen. Ja, das hoffe ich auch für dich. Was gibt's hier noch, Leute? Was gibt's hier noch? Die singenden Gäste. Freude ist heute ein seltener Anblick. Muss der Alkohol sein und die Verzweiflung. Nie bring ich ein Werk zustand, fehlt mir Wasser am Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Okay, die sind auch nicht so gut auf den Graf zu sprechen. Schankwart. Tavernen waren mal gut besucht, man fand kaum einen freien Platz. Es gab viel mehr Gäste. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Zumindest habt ihr noch eure Stammgäste, wie es scheint. Selbst in schlechten Zeiten trinken die Menschen. Der Graf von Shiring hat neue Gesetze und Steuern verhängt und das macht es alles schwieriger. Hm. Okay. Fragen wir mal nach Richard. Ist dies das Lion and Lamb? Genau, das ist es. Okay. Dann werden wir ihn wohl selbst finden. Hier hinten sitzen ja noch welche. Ach, schaut mal. Da ist er ja. Da ist die Truppe. Okay, wir haben Alonso, Sir Alonso de Toledo. Manche vergleichen seine Schwertkunst mit Tanz. Ein fähiger Mitstreiter. Simmons, Sir Simmons von Stapleford. Richard und er waren zusammen knacken. Und unser Richard. Hier ist er trinkend und prahlend, um sich vor der Schlacht Mut zu machen. Ja, und offenbar viel trinkend, wie man sieht. Na gut, dann sprechen wir direkt mal mit ihm. Heute reiten wir nach Lincoln. Die Getränke gehen auf mich. Wirt, noch eine Runde für alle. Ihr seid der Beste, Richard. Sir Richard, bitte. Ach, Quatsch. Wir sind doch alle Brüder. Es heißt Sir Richard. Oh. Und ich dachte, du bräuchtest mein Geld für eine neue Rüstung. Oh, das tue ich. Ein Ritter ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Hast du Alonsos neues Schwert gesehen? Mit so gut ausstaffierten Waffenknechten, wie könnte ich König Stefan mit minderem Rüstzeug entgegentreten? Und eine schlechte Rüstung könnte ihm das Leben kosten. Nur das Beste für die Besten. Ja, das war ja immer das Argument für mehr Kriegsausgaben, dass unsere Soldaten doch gut, am bestmöglichsten geschützt werden sollen. So auch hier. Es ist ja auch ein starkes Argument. Aber wir spielen trotzdem mal die Spielverderberin. Ermahne ihn verantwortungsvoller. Du solltest zu sein. Verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Ich verwende es für meinen guten Ruf. Das ist verantwortungsvoll. Du zahlst für den Wein anderer Leute, von denen du einige nicht mal kennst. Ein Ritter zu sein ist mehr als nur kämpfen, Ellie. Es ist eine Lebensweise. Wir kämpfen zusammen, trinken zusammen, sterben zusammen. Richtig. Auf Teufel komm raus. Gemeinsam durch die Hölle. Du sagst das, als wär's was Schlechtes, Alonso. Aber du könntest unser Geld etwas umsichtiger ausgeben. Willst du, dass William Hamley Graf von Shiring wird oder ich? Was soll diese Frage? Wenn wir Glück haben, wird er nie aus dem Heiligen Land zurückkehren. Das ist er bereits. Mhm. Was?
Wir sind auf die Männer Robert von Gloucesters getroffen. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er es war. Er trug den Mantel eines Kreuzritters. Nein, tut's nicht. Bitte, habt Erbarmen. Bei Gott, bitte. Ganz ruhig. Und dann rief König Stefan seinen Namen. William Hamley, kommt mit, wir reiten los. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich wollte dich nicht aufregen. Wie bitte? Es geht hier nicht um dich oder mich, Ellie. Ein Monster wie ihn Graf werden zu lassen, würde nicht nur unseren Vater verraten. Es würde heißen, alle zu verraten. William ist ein Schlachter, ein dreckiger Bastard ohne Ehre. Hüte deine Zunge. Ihr sprecht vom Sohn des Grafen von Shiring. Ich bin der Sohn des Grafen. Sir Richard, euer Vater hat sich gegen den König gestellt und Titel und Land verloren. Rechtlich gesehen seid ihr nicht der Erbe des Titels. Was habt ihr da gesagt? Ganz ruhig. Verräterischer Hundsfott! Beruhigt euch oder ihr bringt euch noch gegenseitig um, anstatt des Feindes. Mich des Verrats zu beschuldigen, euren treuesten Waffenknecht. Ich oder William, trefft eure Wahl, Alonso von Toledo. Kommt schon! Oh Gott, das ist wirklich ein Großsprecher vor dem Herrn. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich zu vertragen. Ja, wie soll das denn gehen? Ihr verurteilt mich, weil ich die Wahrheit sage. War ich euch nicht immer der treueste Kamerad? Der mit dem größten Mundwerk wohl sicher. Streiten Sie sich häufiger so? Ja, sie sind beide sehr stolz. Gebt ihnen ein paar Tage, dann legt es sich. So lange können wir leider nicht warten. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Ich bezweifle, dass das ihrem Streit schlichtet. Wie wagt ihr es zu behaupten, dass William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben? Eine Entschuldigung wäre hilfreich. Es tut mir leid. Seht ihr, ganz einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Okay, so funktioniert das nicht. Nur mal langsam. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind? Genau. Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache, keine Meinung. Gut, zumindest auf meine Schwester ist Verlass. Ich glaub's ja nicht. Okay, wir könnten ihm jetzt das Geld geben. Wir versuchen nochmal Versöhnung. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Das stimmt nicht. Er hat ihn nicht verdient. So funktiniert's offenbar auch nicht. Es geht nicht darum, offenbar wer was verdient hat. Offenbar haben Sie keine Ahnung, wie man einen Der Streit König ohne Kampf hat eine Entscheidung verliert. Getroffen. Ihr solltet das akzeptieren. Was steht hier eigentlich rum? Ein Krug. Was habt ihr da gesagt? Teurer, aber Richards Taschen sind tief. Oh nein. Wenn sie bloß nicht auf meine Taschen wären. Ich bin nicht durstig. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Vielleicht können wir hier den Wirt zu Rate fragen. Wie würdet ihr einen Streit wie den da drüben schlichten? Jeder hat seine eigene Art, mit Druck fertig zu werden. Sei es Essen, Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dirne. Zu meinem Glück verlegen sich die meisten aufs Trinken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Sag das nicht so laut. Wie wär's hiermit? Ein Stück Habt Brot, ihr mir was zu sagen? Getränkt in Niemals. Dunkler Soße. Einfach, aber schmackhaft. Und das soll jetzt helfen? Probieren wir es einfach mal. Wem geben wir das jetzt? Können wir das Ganze Richard. Nicht ruhen lassen? Nein! Vielleicht bist du bloß hungrig. Machst du Witze? War nicht so gemeint. Okay, das war nicht die Lösung. Ist ja echt merkwürdig. Oh.
Und wenn sie das... Achso, da hinten ist noch eine Treppe. Ich will es nicht verschwenden. Nee, das ist Quatsch. Was ist denn mit der Treppe? Führt zu den Gastzimmern und anderen Vergnügungen? Ich frage mich, wie viele Gäste sich das leisten können. Es ist nur für Gäste. Dann bieten wir Ihnen das Ding mal an. Der Tavernenbesitzer hat es mir gegeben. Habt ihr mir was zu sagen? Verderben. Niemals. Was passiert, wenn wir das in den Krug packen? Es muss doch einen besseren Nutzen dafür geben. Okay. Das ist jetzt echt ein bisschen fragwürdig. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Wir fragen mal die singenden Gäste, vielleicht können die helfen. Das wird nicht helfen. Auch nicht. Oh. Die ruhigen Gäste vielleicht? Ich bezweifle, dass das ihren Streit schlichtet. Oder den Säufer, kann der vielleicht hier intervenieren? Das wird nicht helfen. Nee. Oder gab es möglicherweise noch was in der Stadt, das wir tun können? Habt ihr mir was zu sagen? Oder warte mal, wir geben dem vielleicht ein Stück. Wenn Sie Hunger haben, können Sie etwas bestellen. Das funktioniert so nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir das auf unsere Art lösen können. Außer, ich habe was in der Stadt übersehen. Vielleicht können wir da auch nochmal gucken. Ein Mädchen mit einem Stück Fleisch. Ich kann mich nicht mehr recht entsinnen. Die letzte Aufnahme liegt für mich ein bisschen zurück. Haben wir mit der schon gesprochen? Schmied, Brotverkäufer? Sie schleppt ein großes Stück Fleisch. In ihrem Alter bin ich nur zum Spielen rumgelaufen. Wo hast du das her? Ich bin keine Diebin. Ein Mann in der Taverne hat mir eine Brotkruste versprochen, wenn ich ihm das vom Markt hole. Ich muss nur kurz verschnaufen. Du siehst hungrig aus. Sagst du etwa, ich soll das behalten? Mm-mm. Diebe hängt man. Ich bin ein braves Mädchen. Oh, natürlich. Okay, hier kommt die Brotkruste ins Spiel. Sehr schön. Möchtest du was zu essen? Ich nehme nur von Meg etwas an. Sie ist eine Kauffrau. Das Essen, das die anderen mir geben, ist verdorben. Aber sie gibt mir gutes Essen. Meg ist eine meiner besten Freundinnen. Oh, ach so? Dann nehme ich es an. Ich habe so einen Hunger. Ja, und jetzt? Du bist so nett. Wie kannst du es dir leisten, einem Mädchen eine ganze Scheibe Brot zu geben? Ich bin eine Kauffrau. Oh, wenn ich groß bin, dann gehe ich aus Shiring weg und verdiene auch viel Geld. Wenn ich dann wiederkomme, braucht sich Tante wegen der bösen Männer, die Geld haben wollen, keine Sorgen mehr zu machen. Böse Männer? Sehr böse Männer. Können wir dir dann einfach ein bisschen Geld geben? Ich spiel mal hier rum. Ich kann nicht. Richard braucht es. Ja, Richard. Was mit dem Schmied? In der Stadt war früher viel mehr los. Das liegt daran, dass der Vogt endlich mal was getan und die Stadt von Dieben und Betrügern geräumt hat. Ich hoffe, ihr streckt eure Wolle nicht, bevor sie verwebt wird. Ich würde meine Kunden nie übers Ohr hauen. Gut, dann werden wir beide hier in Shiring keine Probleme kriegen. Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Nee, in der Tat. Was gibt's denn hier noch? Mauern in der Ferne und so weiter? Da waren wir auch noch gar nicht. Hier ist ja noch so viel, ne? Bevor wir gehen, Palast des Bischofs, wollen wir uns das vielleicht nochmal angucken? Das ist doch schon interessant. Was ist denn mit dem Brotverkäufer? Brot sieht alt aus, hart wie Ziegelstein. Ich dachte immer, Vogt Justus sei ein fauler Kerl. Aber jeder scheint vor ihm Angst zu haben. Nicht vor ihm. Vor dem Grafen. Gestern wurde ein Freund von mir getötet, weil er ohne Genehmigung Korn gemahlen hat. Verschüttet unter den Trümmern seiner Mühle. Was? So richtig hilfreich ist das allerdings auch nicht. Hier ist noch die Kirche. Wie können wir hier... Mensch, was gibt's denn hier alles? Wir gehen da oben nochmal zu den Mauern in der Ferne. Die Burg des Bischofs, soweit Warren sie bauen konnte. Philipp hat mir von den Plänen erzählt. Dann lassen wir uns die auch nochmal anschauen, wo wir jetzt schon mal hier sind. Die Reste von Walleran's Burg. Und das, der Bischofspalast, kommen wir dahin? Der Palast des Bischofs. Ja, danke. Mehr Informationen gibt's nicht. Und jetzt es gibt auch keinen Grund, dort jetzt hinzugehen. Das kann ich verstehen. Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Also,
Hier gibt es auch keine weiteren Hinweise, habe ich das Gefühl. Das Einzige ist, wir können vielleicht nochmal auf dem Marktplatz fragen. Vielleicht kennt Philipp, weiß vielleicht, was wir da machen können. Ich frage ihn einfach mal. Philipp, wisst ihr, wie man einen Streit zwischen Rittern schlichten kann? Oh, ich fürchte, ihr kennt diese Leute viel besser als ich. Gewöhnlich sind Verständnis und Kompromiss das Fundament des Friedens. Aber ich fürchte, dass nicht alle zum Frieden gewillt sind und sich lieber gegenseitig im Weg stehen. Wir können aber zumindest um Rat fragen. Das ist doch durchaus interessant. Wir fragen mal den Vogt. Wie würdet ihr einen Konflikt lösen? Ganz einfach. Steckt den Schuldigen in den Pranger und lasst das Volk ihm die Leviten lesen. Und wenn er zu arm ist, um Strafe zu zahlen, hängen wir ihn auf. Aber was, wenn kein Beteiligter die Schuld hat? Dann bestrafen wir beide Seiten, weil sie eine Belästigung für die Öffentlichkeit sind. Wieso? Hast du einen Kandidaten für den Pranger? Nein, alles in Ordnung, Herr Vogt. Ein wahrer Mann des Gesetzes. Okay, das scheint auch nicht die Lösung zu sein. Wir könnten den natürlich noch unseren Dolch an den Hals halten. Wir fragen hier einfach mal Mac, unsere Freunde. Ich bezweifle, dass das ihren Streit schlichtet. Wie es geschrieben steht im Buch des Matthias. Eure Wolle mag ja von guter Qualität sein, aber das wiegt diese schreckliche Stadt nicht auf. Sie war mal ein guter Handelsplatz. Das war mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich hierher gekommen bin. Ja, okay, das wollten wir jetzt gar nicht besprechen. Ich wollte ihn eigentlich nochmal fragen. Das wird nicht helfen. Nee, das wird nicht helfen. Gut, dann auch der Markt gibt da nichts Neues. Die Mönche, vielleicht helfen noch die Mönche. Haben die noch einen Tipp? Die sind ja weit gereist. Wie würdet ihr zwei Menschen versöhnen, die sich streiten? Spiel ist etwas, das Menschen zusammenbringt. Das ist wohl wahr. Wir haben ein Damespiel aus Frankreich bei uns. Ah! Könnte ich es ausleihen? Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Schaut mal. Fierge, ein französisches Brettspiel. Richard und ich haben es früher gern gespielt. Jetzt haben wir, glaube ich, die Lösung. Dann zurück zum Schenkenviertel. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Die sind immer noch am Diskutieren. Na los. Dann geben wir das mal, Richard. Jetzt tragt es aus, wie es sich für Ritter geziemt. Genau. Mit einem geistigen Kräftemessen. Ein Brettspiel? Ich weiß nicht. Ihr habt bloß Angst, ich könnte gewinnen. Fangen wir an. Beginnen wir mit einem vorsichtigen Zug. Oh, jetzt können wir hier noch eingreifen. Gut. Ein Feldherr, der dem Zorn nachgibt, führt seine Truppen in den Tod. Genau richtig, Ellie. Zuerst konzentriere ich mich auf die Verteidigung. Schauen wir mal, was Alarm so macht. Gut gespielt. Eine klassische Eröffnung. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen schnellen Angriff. Wir stimmen ihn einfach einmal zu, dann ist er beruhigt. Manchmal liegt Stärke in Zahlen, aber oft hängt es an einem einzelnen Mann an der richtigen Stelle. Stimmt's? Ja, und ich spiele auf Sieg. Und hier schreite ich zum Sieg. Oh Gott. Hey, die Figur hat das Ende des Spielbretts erreicht. Welch eine Krönung. Ich habe einen König. Wie nennt ihr das hier? König? Für uns in Spanien ist es die Königin. Und sie ist mächtig. Sie weiß, was sie will. Nun gut, also eine Königin. Jetzt kann ich das ganze Brett mit ihr leerfegen. Na los, komm. Beende es. Du weißt, was du tust. Jetzt zeig's ihm.
Na denn, Ellie. Auf geht's. Ich habe eine Königin an meiner Seite. Jetzt machen wir Randale. Wer als erster die Dame hat, hat das Spiel so gut wie gewonnen. Ich könnte bis zum letzten Stein kämpfen. Aber ein guter Feldherr blickt voraus. Und die Lage ist aussichtslos. Ich strecke die Waffen. Oh, ihr habt Schluss gemacht, bevor es richtig losging. Selbst ein Dichter könnte daraus kein Heldenlied machen. Hier geht es um Strategie, nicht um Schaustellerei. Und es scheint, dass Miss Aliena eine wertvolle strategische Beraterin ist. Ihr arbeitet ausgesprochen gut zusammen. Ach, er macht sonst nie solche Komplimente. Er ist der Taktiker. Ich vertraue seinem Instinkt und seiner Kampferfahrung. Ihr seid eine bemerkenswerte Diplomatin und Geschäftsfrau, wie ich höre. Ihr ergänzt einander in der Art und Weise, wie ihr denkt. Das könnte man so sagen. Wenn ihr klug genug seid, mein Freund, den Instinkten dieser Dame zu vertrauen, werdet ihr beide wohl wirklich den Grafentitel zurückgewinnen können. Glaubt ihr, wir schaffen das? Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Das könnt ihr. Oh. Natürlich, wir sind Waffenbrüder. Gut, morgen steht eine wichtige Schlacht bevor. Ich werde euch das Geld bringen. So, sehr schön. Jetzt haben wir das wieder und wir müssen jetzt noch das Geld abgeben, oder? Hier. Endlich. Ich meine, danke, Ellie. Das reicht für eine anständige Ausrüstung. Nichts Außergewöhnliches, aber gut genug. Oh, versprich mir nur, vorsichtig zu sein. Ich habe ein paar Tricks gelernt. Ich schaff das. Musst du wirklich kämpfen? Wofür soll das alles gut sein? Für Vater, Ellie. Ich will Shiring vor Percy Hamley retten. Und wer wird dich retten? Mit Männern wie diesen bin ich wohl nicht mehr zu retten. Auf den Sieg! Auf den Sieg! Auf den Sieg! Ich sehe schon. Viel Glück euch allen. Ich werde wieder zum Markt gehen, um Philipp Gesellschaft zu leisten. Und um mehr Geld zu verdienen, hoffe ich. Ja, da ist er schon wieder oben auf. Aber wir haben sie versöhnt. Die Aufgabe ist gelöst. Hervorragend. Ja, liebe Leute, wir können also beruhigt erstmal die Folge beenden und schauen dann, was Philipp treibt, ob er seine Unterredung hatte oder was da rauskommt. Das ist ja wichtig für Kingsbridge. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.